Heute habe ich hier einen gebrauchten Motor gekauft für einen Skoda Fabia, 3-Zylinder. Und ich möchte jetzt einfach mal, bevor wir den einbauen, möchte ich mal in die Brennräume gucken. Und bis zum Ausbau soll er normal funktioniert haben. Aber sicher ist sicher, die haben ja die Probleme mit den reißenden Auslassventilen. Und eigentlich sind die bei der Laufleistung schon kaputt. Deswegen habe ich jetzt hier meine Kamera und nehme euch jetzt mal mit rein da. Also der Kolben ist schon mal unten. Und ich probiere jetzt mal zu drehen. Da ist ein Auslassventil. Oh, das sieht noch relativ gut aus. Ja, dann sind die bestimmt schon mal neu gekommen. Weil eigentlich haben die alle, fangen die alle an mit Rissen. Gucken wir mal weiter, gucken wir mal da rein. Der Kolben ist oben, den muss ich gleich mal runterdrehen. Da, mal schauen, ob ich da... Einlassventil, Auslassventil. Ja, das sieht auch noch gut aus. Da sehen wir keinen Riss, absolut nicht. Also sind die bestimmt mal neu gekommen. Die Zylinderlaufbahn, da sieht man den Kreuzschliff. Finde ich in Ordnung. In den mittleren gucke ich gleich trotzdem nochmal, aber was ich bis jetzt gesehen habe, sieht super aus. Der Motor hat übrigens 600 Euro gekostet, was noch ein guter Preis ist, weil die meisten wollen im Internet 800, 900 oder 1000 haben. Also die Dreizylinder sind schon noch teuer. Dreht sich auch schön leicht. Das Ventil sieht auch super aus. Also brauchen wir da nicht erst den Kopf abnehmen, sondern können direkt Plug and Play umbauen und fertig. Der Motor ist für den Skoda da hinten. Da ist mal wieder ein 3-Zylinder in die Luft geflogen. Da ist die Kopfdichtung kaputt gegangen und weil der Kunde ohne Wasser gefahren ist, ne, und gefahren und gefahren und gefahren, und da ist so der Kopf verzogen, da lohnt sich einfach nicht mehr. Da haben wir komplett den Motor getauscht und fertig. Wir haben das Auto so gekauft.
gar nicht so schlecht aus. So, alles drin, alles dran. Jetzt erster Start ohne Einspritzung. Und ohne Zündung. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Also der Motor, der lag lange. Okay, ich mach die Reifen drauf und dann fahren wir ihn raus zum Warmlaufen lassen. Hier sind auch überall, ich glaube, Hundehaare. Also nichts für Allergiker. We'll be right back.
So, den Motor haben wir jetzt bestimmt 100 Kilometer eingefahren und der läuft wie Sahne, also wie ein 3-Zylinder halt laufen muss, ne? Oder laufen kann. Der behält sein Öl und sein Wasser. Also ist nicht jeder Motor vom Schrottplatz Schrott. Auto haben wir auch schön sauber gemacht, der glänzt wieder innen und außen. Die Sitze, ja, hier, das kriegt man nicht mehr weg, das ist schon so abgeschabt. Aber für das Alter und die Laufleistung ist das schon in Ordnung. Na, 134.000. Gut, wer den kaufen will, 3.599 Euro. TÜV hat er auch schon neu, also da waren wir auch schon. Das war's mit dem Skoda, danke und tschüss.